Ja Leute, erstmal willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich sitze hier im Auto mit meinem Neffen. Ich hoffe, man sieht ihn nicht. Gut, man sieht seinen Kopf. Ja, ich will meine Neffen und nicht in der Kamera zeigen. Ich war gerade bei Smytoys und habe mir eine Figur gekauft. Letztens hatte ich mir ja Kong gekauft. Jetzt habe ich mir den Mecha-Godzilla gekauft für nur 9,90 €. Und Samstag gehe ich dann nochmal hierher, dann hole ich mir nochmal ein paar Figuren. Unter anderem den Godzilla, der jetzt zugehört, dass ich dann alle drei Figuren habe. Und mal gucken, ob ich mir dann den Giant Godzilla kaufe oder den normalen Godzilla kaufe. Will ich mir auf jeden Fall noch holen werde, ist dieser Warbat, den hier. Der kostet momentan nur 5,90 €. Also den hole ich mir dann Samstag auf jeden Fall auch, dass ich dann Gegner von Kong dabei habe. Mein erster Eindruck zum Mechagodzilla ist eine okaye Figur. Einzige, was ich bemängeln muss, ist, dass hier unten alles verbogen ist. Aber gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Später kommen wir dann zum Unboxing. So, zu Hause mittlerweile angekommen. Packen wir die Figur jetzt mal aus. Und gucken uns die mal ein bisschen genauer an. Nur natürlich aufpassen, dass man hier jetzt nichts zerstört. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Oh, da ist jetzt immer noch so ein Gummi dran. So, haben wir schon mal das erste Teil raus. Jetzt müssen wir nur irgendwie die anderen hier rausbekommen. Keine Sorge Leute, es kann sich jetzt auch um ein paar Jahre handeln. So. Und dann da unten noch einmal. So. Dann. Entschuldigung Leute. So, dann haben wir jetzt hier erstmal die Figur. Oh, ist doch gut, ey. Beim dritten Mal ist es Corona. So, dann hätten wir hier, wie gesagt, die Figur. Gut, das muss ich jetzt stark bemängeln mit seinem Zehen. Ich meine, was soll denn die Scheiße hier? Das sieht ja aus, ey. Das ist auf keinen Fall mit Absicht so. Das kann man mir nicht sagen. Es ist trotzdem sehr ärgerlich, weil das sieht echt hässlich aus, wenn deine Zehen so nach oben gehen. Aber gut. Ich muss zugegebenermaßen sagen, als ich mir den Film angeguckt habe, Godzilla vs. Kong, da hatte ich erst ein kleines Problem gehabt mit dem Godzilla, also mit dem Mecha-Godzilla, weil ich mir dachte, ah, wie sieht der denn aus? Mittlerweile muss ich aber sagen, finde ich sein Design doch sehr cool. Ich habe ja den japanischen Mecha-Godzilla auch nochmal hingestellt. Kein Mecha-Godzilla kommt an diesen Mecha-Godzilla ran. Das ist immer noch der schönste von dem Design her. Braucht man nichts gegen sagen. Aber der ist natürlich ein bisschen bedrohlicher hier mit seinen roten Augen. Ich habe die gleiche Figur, also den gleichen Mecha-Godzilla von dem Film Godzilla vs. Kong, habe ich ebenfalls noch als Funko Pop. Jetzt habe ich den als die Figur. Warum habe ich den hier? Habe ich hier noch den hier? Und Moment, jetzt komme ich hier durcheinander. So, Entschuldigung für die Unterbrechung, ich habe einen Anruf bekommen eben. Also, Grund dafür, warum ich mir jetzt die Figur nochmal geholt habe, war er hier, weil ich mir ja Kong geholt hatte. Und ich dachte mir, ich hole mir dann die anderen Figuren auch nochmal. Nämlich halt Mecha-Godzilla und den Godzilla hole ich mir dann auch. Aber ich glaube, Godzilla selber hole ich mir dann als große Variante und den Kong dann auch nochmal als große Variante. Muss ich da nochmal gucken, weil die großen Varianten, diese kosten nur 30 €. Das ist eigentlich ein okayer Preis. Also, wie gesagt, hier hätte man dann die Figur. Ich muss dazu sagen, dass die Augen mir leider nicht so gefallen. Also da haben sie beim Malen ein bisschen das Auge hier nämlich, das sieht man leider nicht wie mein Kamerafokus,
Aber das Auge hier, also das rote Auge, ist ein klein bisschen kleiner als hier, was ich ein bisschen schade finde. Ja, dann haben wir hier wieder, den sogenannten Schaden. Deswegen hatten wir das hier dabei. Und deswegen mag ich auch diese Godzilla-Figuren hier. Das hat ja Kong auch seinen sogenannten Damage, Battle Damage Schaden. Nur weiß ich jetzt gar nicht, wie man hier die Figur. Achso, ah, so einfach geht das, okay. Okay, hier kriegt man das recht einfach drauf. Bei Kong wiederum ist das extrem schwer. Da muss man das hier irgendwie hier erstmal wieder rauskriegen. Und wenn ihr das dann rausgekriegt habt, dann müsst ihr das erstmal wieder reinkriegen. Ja. Aber ich lasse meine Figuren so, weil ich spiele damit, wie gesagt, sowieso nicht. Ist ja denn, ich mache damit irgendwann mal einen Film wieder, einen Stop-Motion-Film. Dann kann man der Figuren eigentlich relativ gut benutzen. Man kann hier bei der Figur übrigens... Scheiße. Man kann bei der Figur den Kiefer, also den Mund aufmachen, wollte ich sagen. Jetzt habe ich erstmal gerade den Kiefer gebraucht. So. Ja gut. Ich finde es cool, dass die Zähne auch... bemalt sind, also dass man da was sieht, wenn der Mund auf ist. So, jetzt kommen wir erstmal zum Schwanz. So, hier haben wir, ich kann ihn ja erstmal hier so hinstellen oder versuchen ihn hinzustellen. Er steht halt nicht, weil seine blöden Vorderfüße so nach oben gebogen sind. Ah. Na gut, dann packen wir den irgendwie so hin. Steht er noch einen 4, ist mir auch egal. So, gucken wir uns erstmal sein Schwänzle an. Die Rückenplatten sind aus Gummi. Das hier hinten ebenfalls aus Gummi. Das untere ist auch aus Gummi. Also der gesamte Schwanz ist aus Gummi. Kann man auch hier, wie man schon sieht, kann man auch gut bewegen. Lässt sich sehr schön bewegen. So, damit er hier nicht so nackelig ist, kriegt er den jetzt erstmal hinten drauf gesteckt. Ah. Na komm. Das ist so schwer. Da muss man ja schon mit Gewalt ran hier. So. Ist immer noch nicht richtig drauf. Alter. So. Jetzt. Junge. Musst du mal. Boah. Erst einmal schöne große Figur mit Schwanz. Finde ich ganz okay. Ich hoffe, dass er jetzt mittlerweile stehen wollen würde. Ja, jetzt. Da kann man sehen, da steht er jetzt. Ihr seht auch schon von dem Größenunterschied hier, der ist deutlich größer. Das hier sind 15 cm. Dann sind das hier von der Höhe so ca. 18, vielleicht auch 16 oder 17. Also ich kann sagen, die Figur sieht relativ cool aus. Wie gesagt, wir haben hier diesen sogenannten, ach, wie hieß denn der nochmal? Das ist das Schiff, was Kong wiederbelebt hat in den Filmen. Das können wir ihn dann hier, schätze ich mal, hier, so, ja genau, hier in der Hand legen. Dann hat er wie Kong auch was, was er durch die Gegend werfen kann. Kong hat sein Jet, er hat das hier. Irgendwie will der hier nicht so. So, so sieht das Ganze aus. Warte, ich tausche mal hier die Figuren. So, so sieht das Ganze aus. Recht schön gemacht. Ist auf jeden Fall auch deutlich kleiner als Kong. Kong ist deutlich kleiner als Mechagodzilla. Ja, da bin ich mal gespannt, wie groß dann unser Godzilla sein wird, den ich mir dann am Samstag holen wollte. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, und ciao.